machen kann noch. Drei Zombies ist schon nice. Was ich jetzt machen kann. Und nach werde ich die Qualität der Zombies auch ändern. Also schauen, dass wir da ein paar bessere ranbekommen. Keine Ahnung, was ich mit den anderen Zombies mache. Aber erstmal. Ich könnte mal Honig snacken wieder. Nämlich auch sehr viel Honig. Was ich übrigens auch nicht weiß, ob die Zombies oben Keile brauchen, um da wirklich was draus zu machen. Den Marmor abzubauen oder so. Oder ob die das so schaffen. Ohne die Keile. Morgen ist wieder Ding, der Händler da. Dann können wir nochmal zwei... Vier Seide kaufen. Auch nice ist, können wir die Kirchenbänke noch mal auf verbessern. Aber wir sind jetzt müde und müssen schlafen gehen. Brot müssen wir eigentlich auch nicht mehr wirklich verkaufen, aber okay, machen wir einfach mal noch. So. Da brutzelt nichts mehr. Würde ich mal sagen, lass uns mal schnell davon mal 10 Stück anfertigen. Damit wir das auch noch hinbekommen. Also Kirche verbessern lohnt sich halt schon. Sogar sehr. Morgen ist der Händler da. Feuerholz bitte einmal. Da klicken wir jetzt 150 Mal drauf. Wir könnten auch Kohle reinschmeißen. Rein theoretisch. Aber lass mich mal kurz hier runter gucken, bitte. Leiche. Zombie, 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 Zombie. Komm mit. Ich habe jetzt gelernt, rote Dinger muss ich bei dir auch entfernen. Schupp, bleib mal kurz da liegen. Ja, ich rede mit Toten. Eins, zwei, drei. Wir könnten auch schon wieder eine Kerze machen. Aber wenn, dann knall ich es einmal so richtig rauf, dann. Blut. Du bist aber kein guter Arbeiter, merke ich gerade. Aber ich mache trotzdem mal Fett. Wieder auferstehen. Ich schmeiße ich in die Mine. Aber ich laufe jetzt aber noch nicht hoch. Flupp. Erst wenn wieder alles ein bisschen nachgewachsen ist.
Was wollte ich machen? Ach so, ich wollte hier drüben noch ein bisschen weiter sägen. Nee, ich wollte ganz was anderes machen. Ich wollte das Weizen noch rauspacken. Können auch mal in die Stadt verkaufen gehen morgen. Wir müssen morgen eh in die Stadt. Mehl noch draus machen. Da noch Mehl draus machen. Das, was wir haben. 4 Seide brauche ich noch, weil ich noch 4 Kirchenbänke habe. Noch 2 Kirchenbänke haben. So. Müssen eigentlich jetzt mal gleich schlafen gehen. Der nächste Tag ist angebrochen. Lass uns das mal schnell noch fertig machen. Letztes Ding. Rein damit, pennen gehen. So, schau mal. Ich schmeiß noch schnell für den Teig so weit rein. Peng. Boom. Ein bisschen Platz Inventar haben wir. Es ist immer so schnell zugemüllt, das ist ein bisschen doof, aber okay. Wir nehmen den Kohl mit. Nur den Kohl. Die Karotten lassen wir da, weil wir jetzt ja wirklich Leichen brauchen, um auch den Friedhof hochzukriegen. Kaufen bei dem Kerl da unten noch mal ein bisschen ein. Vielleicht kaufe ich mir auch Kohl und Karottensamen, das weiß ich noch nicht, aber das mache ich auf dem Rückweg. Ich kaufe erstmal schnell die 4 Seide bei dem Händler. Hallo, mein Freund. Bitte, wird der günstiger? Nein, der wird teurer. Wenn ich mir eine kaufe, der wird teurer, je mehr ich bei dem kaufe. Was bist denn du für einer? Traubenkerne. Für Weintrauben. Lass mich mal gucken. Hier kann ich Lehm kaufen. Ich brauche einen Obsthändler, wo ich Apfelbäume bekomme. Schaut halt hier stark danach aus. Da hinten ist der Schmied. Krieg ich die bei dir? Nein, da ist niemand. Krieg ich die bei dir? Handeln? Und da kann ich Bienen kaufen für relativ viel sogar. Aber das wäre egal. Ich warte lieber noch. Ich kaufe keine Bienen. Die kriege ich umsonst. Was kann ich bei dir kaufen? Käse und so Zeug. Okay, das ist auch cool. Laufen wir mal kurz nochmal in der Stadt rum. Ich brauche. Wer bist denn du? Stein oder den Cory? Ach stimmt, du warst der. Laufen wir mal rüber zu dem hier. Das ist der, das ist auch Holzfäller da oben. Den haben wir die Axt, wenn ich mir. Hier ist genau. Doch, hier. Die Axt, denke ich, schon gebracht. Oder? Habe ich dir die Axt schon gebracht? Holzfäller, ja. Die habe ich die Axt schon gebracht. Du hast keine Quest mehr offen.
Du hast mir die Fähigkeit gegeben, große Bäume zu fällen, denke ich. Ja, ich will mit dir reden. Bei dir kriege ich auch nur so Zeug. Mit dir könnte ich Holz verkaufen anscheinend, aber ich will, es ist Torf und Ding, nein. Beides nicht so Zeug, was ich brauche. Bei dir war ich schon. Hier ist niemand. Wo kann ich Blumen? Diese. Ich habe eine Leiche. Beeil mich mal. Wo kann ich die Setzlinge kaufen? Also ich weiß es halt jetzt gerade echt nicht. Auf jeden Fall kaufe ich bei dir Samen. Verkauf dir meinen Kohl. Ich hätte gern Kürbiskerne, Leinensamen, den kupfernen. Komm, wir kaufen auch die noch mit dazu, die silbernen. Ja. Leinen, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte Linsen. Nee, ich habe jetzt halt Linsensamen. Oh Gott sei Dank, ich habe oh, zum Glück habe ich mich verlesen. Oh, Herzinfarkt. Hallo Eselchen. So, wir haben unsere Seide für die neuen Kirchenbänke noch. Das ist auch schön. Die können wir dann auch tauschen. Wir machen unten schnell den Zombie fertig. Dann haben wir zwei Zombies schon, die wir rauftragen können. Dann würde ich ja fast sagen, dann geht es da oben langsam mal so ein bisschen ab. Ha? Zack. Autopsie, Katzenhaar. Ich hasse es. Katzenhaar an der Linse von der Maus. Toll. Blut entfernen. Fett entfernen. Leiche nehmen. Leiche rüber. Wieder erwecken. Zombie. Fleisch und Blut rein. Zack. Zombie nehmen. Rein. Und darauf. Ja, da liegen auch schon zwei. Guck mal. Wir machen da innen mal schnell weiter. Damit wir den Ofen mal aktivieren können. Ja, das Spiel macht echt Spaß. Das ist so ein bisschen wie Stardew Valley, nur ein bisschen komplexer. Dadurch, also bei Stardew Valley muss ich ja ehrlich sagen, habe ich so ab Jahr anderthalb circa. Oder Jahr zwei. Ich sag mal auf jeden Fall Jahr zwei, wo du dann die Mine schon durch hast, wo du eigentlich schon alles anpflanzt und alle oder alles angepflanzt hast, so ein bisschen den Spaß dran verloren. Das war dann auch für mich, wo ich es ja damals bis Jahr drei gespielt habe, bis der Opa da war. Echt anstrengend, da weiterzumachen. Ich musste mich überreden, Stardew Valley weiterzuspielen. Hier nicht so. Hier ist es nicht so extrem der Fall. Übrigens, warum ich heute auch noch einen Abendstream reingeschmissen habe, ist, weil ich am Montag, also morgen, beziehungsweise in 10 Minuten heute, nicht streame. Da habe ich anderes Zeug vor, was ich machen muss. Oder was ich, ja doch, ich muss die noch ein paar Folgen fertig machen und allem drum und dran. Ich habe da ein bisschen noch zu tun. Oh, da werden wir ein paar Mal klicken dürfen. Und weil ich ja so doch jeden zweiten Tag streamen möchte, habe ich dann halt heute nochmal einen Abendstream angeschmissen. Haut aber dann ganz gut hin mit. Am Halloween, was ich streame. Ich weiß noch nicht, was ich am Halloween streame. Ich habe kein Halloween-Spiel gerade.
Aber ich habe jetzt auch nichts, wo ich sag, okay, das muss. Ich muss unbedingt einen Halloween-Stream machen. Ich kann mich nicht selbst großartig schminken. Hab nichts hier. Das ist damals zu dem einen Halloween-Stream, den ich da gemacht hatte, hat meine Ex-Freundin mich ja hergerichtet. Zuvor hatte ich ja noch nicht wirklich gestreamt. Es kam da ja erst. Seitdem gab es keinen Halloween-Stream mehr. Ist irgendwie schade, aber. Ich habe da auch nicht so wirklich mega Ideen für Horror oder mega viele Horrorspiele auf Lager. Ich packe hier mal das rein. Nein, die Pflanzen hier, die hau ich weg, weil ich einfach nicht weiß, was ich mit den. Weiße Blume. Da ist das Weiß der schon im Namen. Rein damit. Die Samen hier unten hin. Und warum ich hier die Zombies noch nicht herschmeiße, hat einfach den einfachen Grund. Das ist gerade nicht so wichtig, erforderlich, sonst irgendwas. Ich nehme die Bären gerade mal nicht mit. Ich nehme die Bären nicht mit. Wir haben so viel Honig gerade. Ich brauche keine extra Energie. Ich könnte rein theoretisch auch die Zombies beim Holz hinschmeißen. Komm mal mit. Ihr müsst nicht weit. Ich schmeiß euch zum Holz. Nein, du sollst mitkommen. Ich schieb dich. Ich schmeiß euch zum Holz. Weil ich denke, hier kann ich eh nur zwei Zombies verwenden. Und zwar einen da, der gleich losrennt, weil hier schon was ist. Und einen da. Und ihr bringt nur das weg. Heißt, wir kriegen jetzt da unten Baumstämme. Jetzt kann ich ja gleich mal gucken, ob da ein Baumstamm liegt. Bienenwachs wieder, das ist super. Den Imkerhügel würde ich halt auch gerne weiter aufbauen, aber ich will nicht mega viele Bienen kaufen. Ich bin geizig. Ganz einfach erklärt, ich bin geizig. Wenn wir hier oben schon mal sind, würde ich gleich mal rechts mit zur Mine gucken. So wie es ausschaut, kann man den gesamten Wald hier oben übrigens fällen, weil hier auch mittendrin irgendwas ist. Ich hatte zum Beispiel, glaube ich, nie hier rauf. Doch, hatte ich. Wollte gerade sagen, habe ich nie darauf geguckt, aber. Habe ich schon. Und wir können ja noch mal rauf gucken da drüben. Ich weiß nicht, gerade nicht, was war. Da oben war eine Kohlemine. Wir könnten ja auch hier zum Beispiel uns herstellen und selbst was kloppen. Das würde der halt auch runterbringen. Machen wir mal zweimal. Wenn ich jetzt nicht das hier, pass auf. Ja, toll. Nein, ich will doch eins mitnehmen. Ich will eins mit. Ja, dann nehme ich zwei mit. Nehme ich gar keins mit. Oh, leck mir doch am Arsch. Dann fängt der halt auch instant an, daraus Eisen zu machen. Wir könnten, hätten halt die Aufgabe sozusagen über die Mine hier ein bisschen mit. Guck, kriegen auch Eisen. So, aber wir gehen jetzt erstmal runter wieder. Sammeln noch ein bisschen Honig auf dem Rückweg ein. Auch wenn wir hier mega, mega viel gerade haben. Da war eine Leiche. Ja, gut. Er rennt los.
Erstmal da drüben unseren Honig einsammeln. Vielleicht haben wir Glück und bekommen. Nee, nur Bienenwachs. Keine Biene. Au. Nö. Ich will den Honig noch. Mit vielleicht einer Biene drin. Nö. Mist. 49 Honig? Jo, okay. Vielleicht können wir da oben auch noch einen Zombie mehr abstellen. Aber die Leiche, die wir jetzt haben, werde ich erstmal beiseite legen. Weil wir halt hier jetzt hat pennen gehen. Ganz einfach. Wir gehen jetzt pennen. Dann verwest die eh noch ein bisschen vor sich hin. Qualität schon mal deutlich schlechter wieder der von der Leiche. Lass mich mal. Zwei Baumstämme. Ich glaube, der bringt einen Baumstamm. Der hat einen Baumstamm gebracht. Nice. Nice, nice, nice. Funktioniert besser als erwartet. 94%. Ist nicht mal so schlecht eigentlich. Schmeiß mal das Ding mal auf den Auto-C-Tisch. Aber die ist am restlichen nicht so gut. Okay, jetzt werde ich schon. Die verbuddeln wir. Weil die hat auch nur ein Minus. Die hat noch auch einen roten Punkt. Ja. Stopp, erstmal alles wieder da rein. Was ist jetzt, wenn ich bei der Kirche diesmal ein Spendengebet reinknall? Das wäre doch auch. Wenn ich jetzt noch. Oh, wir müssen mal Grabsteine machen. Wo ich jetzt mal hoffe, dass wir noch genug Steine haben. Weil wir schon lange keine mehr geholt haben. Zack. 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 Hölzerne Gebetsbank. Das ist ein bisschen doof hier. Hölzerne Gebetsbank. Lass mich mal dann gucken. Wieso dann? Können wir gleich machen. Nägel und Ding. Dann ist der genau auf 0. Nägel und Bretter und die Bücher von unten. Also normale Standardbretter. Und die Bücher von unten. Sind auch wieder ein paar Punkte. Vielleicht ist sie nicht groß. Die habe ich hier drin, gell? Ich nehme mal ein paar mit. Jo, Kirche ist schlechter geworden, keine Kerzen mehr. Oh, nö.
Kann ich auch nur da hinsetzen, wo ich Blumen hinpacken kann? Okay, nö. Die bringt halt genauso viel wie die nur. Wir haben die Seide. Zack, machen wir einmal das. Kombo-Gebet. Haben wir nicht da was bekommen? Ja, guck mal. Kombo-Gebet wäre halt auch nice. Den Sand brauchen wir hier übrigens nicht mehr. Zack, den nehme ich mal mit. Den brauchen wir schon länger nicht mehr. Bienenwachs hätten wir auch wieder ein bisschen. Oder halt eben noch mal ein bisschen ranzuschmeißen. Aber da hätte ich dann schon fast gern das Kombo-Gebet ready. Auf jeden Fall kommt eh gleich eine Leiche. Wie das halt klingt. Irgendwie, ich weiß nicht. Nein. Klingt halt irgendwie immer noch komisch. So. So, Balken, Balken, Balken. Sagt nicht genügend Energie. Gut, das ändern wir schnell mal. Nicht genügend Ressourcen. Da glaube ich, kommt aber schon wieder die nächste Lieferung. Balken habe ich vergessen reinzuschmeißen. Aber wir haben relativ viele. Jetzt können wir 4 Stück. Das heißt 8 Mal, das brauchen wir noch. 8 Mal können wir machen. Ich sollte Honig essen statt Brot. Können wir die Bänke noch austauschen? Weil die Seite haben wir auch einstecken. So, und hier brauchen wir 16 Stück. Zack. Und ich nehme den Bienenwachs mit. Wir haben 7 Bienenwachs. Ja, okay, 7 Bienenwachs. Heute keine Leiche? Der hat bestimmt keine Karotten mehr. Müssen wir auch gleich mitmachen. Ich hab's fett vergessen. So, dann ist das Brot weg. Schupp, nehme ich mit. Pack ich das Fett hier rein. Kerzen. Kerzen. Nein. 12 Kerzen könnte reichen. Könnte sogar wirklich reichen für die Kirche. Müssen wir alles ein bisschen untersuchen, was wir so ein bisschen haben. Fett. Bienenwachs. Und wir gehen in die Kirche. Machen die 2 weg. Entfernen. Ist das weg? Ist das weg?